Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Valheim, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ja, gestern war der Livestream. Ich habe mich wieder gefreut, dass so viele zahlreich erschienen sind. Wer es wieder verpasst hat, kein Problem. Ihr könnt es nachsehen auf Twitch. Im Livestream haben wir eine ganz wichtige Sache besprochen. Und zwar ist es für mich nur logisch, dass man Metalle durchs Portal mitnehmen kann. Ich habe das jetzt für mich so eingestellt. Wer das nicht cool findet in seinem Spielstand, muss das ja auch nicht machen. Aber ich finde es einfach nur logisch, weil schließlich kannst du ja auch so ein Bronzeschild, welches eben aus Bronze besteht oder Bronzenägel oder Eisennägel, eine Bronzerüstung. Im Prinzip alles aus diesen Metallen kannst du halt mit rübernehmen, nur die Metalle selbst nicht und diese Barren auch nicht. Und das ist für mich richtig sinnfrei. Und gerade für mich als Let's Player bzw. Streamer ist es halt nur ein sinnloser Zeitaufwand, die Metalle dann noch von A nach B mit dem Schiff zu transportieren. Klar gab es dann noch so einen Einwand wie, dass doch da der Nervenkitzel fehlt, wenn man eben die Metalle mit dem Schiff versucht nach Hause zu bringen und in den Sturm gerät und so. Aber hey, wir reisen hier so viel mit dem Schiff und wir haben hier so viel Nervenkitzel und guckt mal, wir haben ja hier noch gar nichts von der Welt aufgedeckt. Also ihr seht schon, wir werden noch eine Weile mit dem Schiff unterwegs sein und genügend Nervenkitzel auf dem Ozean verbringen. Deswegen muss ich das nicht noch so auf diese Art und Weise haben. Das bremst einfach nur das Spiel, das nimmt einem sogar ein bisschen den Spaß, wenn man da diese Vanilla-Einstellung so lässt. Aber kann jeder machen, wie er will. Ich mache das jetzt halt so. Wer das nicht cool findet, ist es halt so. Können wir jetzt nicht ändern. Leute, die Rüben sind fertig. Die werden wir jetzt ziehen. Und in dem Moment, wo wir die jetzt rausziehen, wird wahrscheinlich endlich das Kochstellen-Update passieren. Deswegen, Leute, auf geht's. Aufheben. Jawohl. Gewürzaufhänger. Und, was war das? Sogar noch einen, irgendein Halloween-Ding. Coole Sache. Die ziehen wir jetzt mal alle raus. Pflanzen natürlich gleich wieder neue ein, bevor es dunkel wird. Und, genau. Im Livestream ist auch nicht so viel passiert. Wir haben halt ein bisschen Eisen gefarmt. Sind ein paar Mal auch im Sumpfgebiet verreckt. Also wir waren ja hier unten im Sumpfgebiet. Da sind aber nur zwei Krypten gewesen. Die haben wir jetzt leer geräumt. Dann kam vom Jenser, ein lieber Zuschauer, der hat denselben Seed und hat mir Screenshots von seinem Spielstand geschickt und meinte, hier oben sind ganz viele, ihr seht, hier bin ich zweimal gestorben, weil ich versucht habe, so eine Monstrosität mit der Axt zu töten, ist scheiße. Wenn ihr das so macht, ist cool, ich mach's nicht so, ich mach's doch mit Feuerpfeilen, das geht für mich am besten. Genau, und da sind ganz viele Krypten, da ist ganz viel Eisen, habe ich auch schon die erste leer geräumt. Und wir haben jetzt hier vor Ort schon Eisen, wir nehmen uns aber mal ganz schnell die Hake raus. Ach ja, und ich habe mir dieses Licht beim Händler noch gekauft. Ich dachte ja, wenn man das Licht benutzt, kann man den Gürtel nicht benutzen, ist aber Käse. Das war diese Wünschelrute, mit der man Silber entdeckt. Damit geht das nicht. So, Leute, dann nehmen wir uns mal unsere Hake ran und pflanzen Rübensaat. Genau, pflanze eine Rübe, um mehr Samen zu bekommen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir haben 13 Stück. Da werde ich mal nur 10 Stück machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Freunde. Alles klar, dann gucken wir mal, was wir jetzt benötigen für den Gewürzdingsaufsteller. Wo haben wir das Ding? Da. Da brauchen wir genau die drei Rüben, Leute. Okay, nützt nichts. Machen wir halt so. Hauptsache, die Kesselerweiterung ist dann da. Und das Ding wollte ich gern hier so haben. Wartet. Genau. Guckt mal, das sieht doch geil aus, wenn das hier so hängt. So, jetzt können wir endlich Würste herstellen. Was war da noch? Und der Rübeneintopf. Oh, ich finde es so göttlich. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis die Rübensaat durch ist und wir dann wieder Rüben anbauen. Das wird jetzt ein Weilchen dauern, aber gar kein Problem. So, dann gehen wir hier an den Kessel. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier freigeschaltet haben. Die Würstchen, genau. Die haben Gesundheit 55, Ausdauer 18. Wir gucken mal ganz kurz hier. Der hat
45 und Ausdauer 15. Das werden wir dann wahrscheinlich mit dem Hirscheintopf austauschen. Und was war das hier? Gesundheit 15, Ausdauer 45. Die Karottensuppe. Da war gerade... Was ist denn eine Schwarzsuppe? Was macht denn die? Gesundheit 50, Ausdauer 17. Auch nicht schlecht. Und wir haben doch hier gerade noch... Wo ist denn der Rübeneintopf? Hier unten. Gesundheit 18, Ausdauer 45. 55. Genau, das werden wir dann mit der Karottensuppe austauschen. Und die Schwarzsuppe, wartet mal. Die Schwarzsuppe könnten wir doch dann im Prinzip... Genau, damit austauschen. Dann haben wir alle Werte erhöht und sind nicht mehr auf diese Nahrungsmittel angewiesen. Super, läuft. So, heute wird halt ein Gruschel-Stream. Wir werden jetzt gleich die Steinmetzbank aufbauen und hier drin mit Steinen arbeiten. Das hier müssen wir, hier wollte ich ja auch Stein drin haben und hier drüben auch, ne? Achso, da muss ja dieses Tor noch weg. Wir müssen mal im Laufe der nächsten Woche, wenn wir dann mal Knochenmanst, also Knochenmanst machen wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche. Diese Woche ist voll verplant für meine Eisenschmiede. Wir müssen die überhaupt nicht bauen, weil das einfach nicht notwendig ist, aber ich habe halt irgendwie Bock drauf. Deswegen machen wir das auch. So, Freunde, legen wir uns mal ins Bettchen, ruhen uns schön aus, damit wir fit sind für den nächsten Tag. Und hoffen, dass die Rübensaat auch schnell blüht, dass wir demnächst ganz viel geiles Essen herstellen können. Ich freue mich. Ach Mensch, die Würstchen können wir aber eigentlich schon herstellen. Aber nee, wir warten, bis die Rüben komplett fertig sind. Und dann machen wir tolles Essen mit einmal. So, dann können wir ja die Gartenhake erstmal wieder hier rein tun. Und ja, passt auf. Wie stellen wir es an? Die Steinmetzbank. Achso, gibt es denn hier gleich noch irgendeine Erweiterung? Ach hier, guckt mal. Dafür brauchen wir Ketten und Eisen. Eiserne Kochstation, die möchte ich haben. Die Ketten habe ich noch drüben in unserem kleinen Schmiedehäuschen. Ne, das war hier nicht. Das war hier. Holen wir uns mal die Ketten raus. So, hier haben wir auch schon die ganze Erweiterung, ne? Ihr seht schon, hier oben das Ding. Hier dieser Schmiedeblasebalg. Und hier ist eine Kiste. Können wir uns erstmal unseren Hut wieder mitnehmen. Und den gleich mal anziehen. Dann können wir, wenn ich Eisen genug gefarmt habe, können wir ja auch ein bisschen... Habe ich denn die Ketten? Hier sind sie nicht. Können wir dann schon mal ein bisschen Rüstung herstellen. Schon mal die ersten Eisenwaffen. Hier kommt das erste Eisen auch schon an. Guckt mal, wir haben hier auch schon ein bisschen was da. Läuft. Aber wo sind die Ketten? Hier, 5 Stück. Was kostet denn so eine komische... Jetzt könnten wir doch theoretisch... Wo ist denn das Ding? Kostet eine Kette. Und Bronze. Das Ding können wir herstellen, Leute. Das möchte ich gerne hier vorne dran haben. Ja, perfekt. Das ist cool. Doch, das gefällt mir. So, Freunde, dann geht's wieder zurück. Wir haben die Ketten einstecken, ne? Und dann bauen wir uns als erstes mal dieses Gestell. Dieses neue Kochgestell. Da habe ich Bock drauf. Und dann können wir hier auch schon anfangen mit Stein, Weg und so weiter und so fort. Guckt mal, da liegt auch schon das erste Eisen rum. Schwuppdiwuppdi, das ist ganz schön viel Eisen. Das hauen wir gleich hier rein. Aus mal bei Bronze rein, nicht wundern. So, wartet. Okay. Das sollte reichen. Kann es natürlich sein, dass wir hier eine Werkbank brauchen. Huch. Nicht das Falsche abreißen. So, passt auf. Wo ist das Ding? Hier. Ja, guckt mal, das sieht doch mega geil aus. Müssen wir bloß hier so vernünftig reinkriegen, dass es auch authentisch wirkt. Ey, guckt, das sieht richtig geil aus. Und im Prinzip ist das ja nur dasselbe wie diese Dinger aus Holz, nur dass da wahrscheinlich jetzt einfach mehr Gegenstände mit Eimer dran passen. Finde ich, passt schön rein. Aber gibt es da nicht noch eine erweiterte Koch-Dingsi? Da fehlt wahrscheinlich noch irgendwas, was ich noch nicht gefunden habe bisher.
Gar kein Problem. So, Freunde, fangen wir an. Steinmetztisch, den stelle ich erstmal in die Mitte irgendwo hin. Da ist er auch schon. Oh, ich freue mich, jetzt können wir endlich richtig geil bauen. Wettstein, eine große Feuerstelle. Oh. Da bin ich ja fast schon am Überlegen, ob man die dann austauschen. Wir lassen erstmal die, die sehen irgendwie cool aus. Aber im Prinzip könnten wir jetzt ja auch die großen Feuerstellen reinbauen. Wichtig ist, dass man erstmal, wenn ich hier den Boden rausnehme, Leute, sinkt dann dieses Fass ab. Wartet mal. Ja, wir können sie erstmal. Nein, ich habe irgendwas anderes weggeruppt, ich Idiot. Was hast denn du jetzt hier weggeruppt, du Blödmann, Frau. Blödmann, Frau. Irgendwas hier hinten. Aber hier ist noch alles da, hä? Hä? Was habe ich denn jetzt hier weggeruppt? Hä? Ich sehe gar nicht, was ich jetzt hier weggeruppt haben soll. Wartet mal. Hier irgendwas anders? Nö. Naja, egal. So, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich Steine. Ja. Steine ohne Ende. Aber die haben wir. Vielleicht sogar hier. In der einen Kiste noch. Jetzt pisst es natürlich wieder. Ja, hier sind auch noch Steine. Guckt. Wieso habe ich denn die Rüben wieder? Hä, was habe ich denn da jetzt weggerobt? Bin ich irgendwie an das Gewürzregal oben gekommen? Kann das sein? Hm. Wer weiß. Wir sind gerade ein bisschen langsam unterwegs, aber wir haben ja Zeit und stresst ja keiner. Läuft die Aufnahme? Ja. Ich glaube, das Gewürzregal hat es runtergerobt. Wie bin ich denn da? Ich habe doch in die Richtung geguckt. Das ist für mich ein Rätsel, Freunde. So, passt auf. Zack. 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 Aber wieso sind denn die so weit unten? Na, ist auch eigentlich egal. So, ne, wo war's? Hier, die Fässer wieder hingestellt. Zack. Und zack. Ja, tatsächlich das Gewürzregal weg. Leute, was ist da los? So, dann ist es jetzt wieder da. Und jetzt müssen wir, was war denn das hier? Der uralte, ne? Dann reißen wir das auch erstmal weg. Merken wir uns, der uralte müssen wir dann später austauschen. So. Und hier soll ja dann irgendwann mal dieser ominöse Backofen rein, den ich noch nicht kenne, den wir auch noch nicht freigeschaltet haben. Gut, da können wir auch erstmal dieses Portal wieder reinsetzen. Wenn wir hier eh noch keine Verwendung haben. Habe ich das mit Artikel vorne geschrieben, der Uralte? Wartet. Ja, okay, war mit Artikel, sehr gut. So, da haben wir die Geschichte hier drin schon mal erledigt. Wir haben das neue Grillgestell, wir haben das Gewürzregal. Dann will ich hier austauschen. Da ist nur die Frage, ob das jetzt so einfach geht. Ich schätze mal, ich muss hier alles wegruppen. Wir probieren es mal. Wir fangen mal langsam an. Mit den Dingern hier vorne. So, wartet. Bauen. Ja, so. Ja. Das ist, weil ich dort den Boden angehoben hatte, ne? Um die Dinger überhaupt setzen zu können. Wartet mal. Ist gar kein Problem. Dann senken wir den jetzt ab. Jetzt sitzt das doch da. Nein, Alter. Was ist denn mit dir los? Willst du mich verarschen? Was ist denn das hier? Oh, ey, was ist denn das?
Ich guck doch diesen Scheißstein hier drüben an. Warum will denn der unbedingt diese das höher machen? Da gibt doch gar keinen Sinn. Alter. Da musst du ruhig bleiben. Da musst du ruhig bleiben. Passt auf, wir zwingen das dazu. Wir bauen einmal jetzt hier Steintreppen. Die jetzt auch nicht wollen, oder was? Doch, da ist er. Okay, das ist ein bisschen Sackgang. Aber wir müssen einfach ruhig bleiben, Leute. Wir müssen ruhig bleiben und uns gar nicht von so einem Scheiß ärgern lassen. Okay, wartet. Ich rupp mal kurz das Ding hier weg. Es liegt jetzt zwar ein Haufen Kohle. Oh, wie bescheuert, Alter. Man versteht es halt manchmal nicht. Der will das die drüben partout nicht machen, weil diese Scheißdinger dort stören oder was? Dann machen wir es halt weg. Dann machen wir es halt weg. Da kenne ich halt nichts. Er macht es immer noch nicht. Oh Mann. Okay. Leute, das ist ein bisschen anstrengend. So, dann ruppen wir hier halt alles weg. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Weg mit dem Scheiß. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. So, was haben wir denn jetzt hier zu viel? Wir tun mal die Kohle erstmal hier oben rein. Zack. Die Dinger kann er ja dann aus der Kiste zugreifen. Hier auch. So. Die Kette kann erstmal hier rein. Holz und Scheiß kommt hier rüber. Hier nochmal Kupfer. So, Freundchen. Liegt ein Feuerstein. Wer hat denn diesen Feuerstein hier hingelegt? So, kann ich jetzt bitte einfach ganz normal hier den Boden hinsetzen? Nö. Er ist dumm. Gut, jetzt reicht. Jetzt gehen wir mit Gewalt ran. Ich lasse mich hier nicht verarschen, Freunde. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Hier das Gleiche. Komm, ups, weg. Reicht immer noch nicht. Und ich mache es 5 Meter tief von mir aus. Kann aber alles nicht wahr sein. So, warte, noch mal ganz kurz anpassen. Jetzt sollte es doch passen, ne? So, jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir erstmal. Was fehlt denn jetzt? Steine. Steine. Die ganze Zeit hast du Gewichtsprobleme wegen Steine. Jetzt sind die Steine alle. Da geht's schon los, Leute. Aber wir haben ganz viel. Macht euch da keine Sorgen. An Steinen soll es nicht mangeln. Kriege ich jetzt hier meine Treppe hin? Ja, ja, ja. Alter, willst du mich verarschen? Da ist er doch. Da. Die weg. Es ist aber heute auch zickig, na sage mal. Oh Mann, ey. Nicht dein Ernst. Ah, da ist es. So, meine Güte.
So. Naja, sieht ein bisschen scheiße aus, aber egal. So, jetzt müssen wir schauen. Kriegen wir das jetzt hier vernünftig reingesetzt? Zack. Zack. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Hä, wir haben doch gerade Steine geholt. Frisst das so viel? Ja? So unglaublich. Warte, dann müssen wir mal kurz das Holz hier lassen. Echt, das war mir gar nicht mehr bewusst, dass das alles so viel frisst, Leute. So, das Hörspiel kannst du auch ja nicht tun. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Oh, was zu essen? Na dann, lass es dir schmecken. Oldemite, bevor es bald richtig geiles Essen gibt. Ach, endlich mit Stein bauen. Ich finde es so klasse, Leute. So, Steine. Ne, hier nicht. Hier, guck mal an. Immer noch in. Ja, perfekt. Perfekto. So, Schluck Kaffee. Und dann könnten wir nämlich auch diese Schilde hier austauschen durch geile Eisenschilde. Und da habe ich Bock drauf. So, also zack. Zack. Einmal drehen. Zack. Zack. Wartet mal, jetzt müssen wir den nochmal wegnehmen. Genau. Das gleiche wahrscheinlich hier auch nochmal. Kriege ich jetzt den hier noch reingesetzt? Wenn ich das hier angucke. Ja, perfekt, Leute. Coole Sache. Ja, ja, ja. Komm, da war er. Wartet, dann vielleicht den nochmal raus. Genau. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt, Leute. So ist es richtig geil. Jetzt können wir unsere Teile wieder hier hinstellen. Herstellung. So. Und. Na? So. Jo, das sieht gut aus. Und hier hinten war die Schmiedebank. Du hast jetzt die einfach so hin. Können wir da jetzt dieses Schmiederegal? Passt das hier hin? Ja, guck mal. Perfekt. Ja, es wird ein bisschen weggedrückt von den Kisten, aber hey, mein Gott. Das ist alles okay. So, der Blasebalg. Oh, da fehlt uns eine Kette, Leute. Da fehlt uns eine Kette. Der ist natürlich erstmal wichtig. Wir haben keine Ketten mehr, ne? Passt auf, Leute. Dann müssen wir mal ganz kurz zusammen nochmal in eine Krypta gehen. Oder kann man die Ketten... Kann man die herstellen an der Schmiede? Mit Eisenbahn? Weiß ich gar nicht. Lass mal kurz schauen. Nee, die muss man echt finden. Gut, Leute. Dann müssen wir mal ganz kurz in eine Krypta gehen. Machen wir uns aber erstmal leicht. Ach so, und ich wollte noch dieses Holz hier wieder einsetzen. Sonst kann ich nicht schlafen. Bauen? Nee, den noch nicht. Ah. Wäre schon cool, wenn wir hier drin auch noch so eine Lampe haben. Doch, wir brauchen Ketten ohne Ende, Leute. Das müssen wir jetzt zusammen machen. Dann können wir halt heute noch nicht diesen tollen Boden machen. Ach stimmt, weil ich mich ja gerade beschwert habe. Oh, es ist 16.09 Uhr, wir sollten erstmal pennen. Dass das hier scheiße aussieht, aber wenn wir dann hier den Steinboden machen, Freunde. Wartet mal, wir können es ja mal ganz kurz probieren. Hier. Dann sieht das ja gar nicht mehr so scheiße aus. Mit der Treppe. Guckt mal. Ah ja, das ist geil. Kostet mich das eigentlich auch Stein? Ja, tatsächlich.
Naja, ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Das wird eine coole Sache. Hier bin ich mir noch nicht so sicher, wie wir das dann alles machen. Hier müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie einen Zaun setzen oder so. Müssen wir mal schauen. So, Freunde. Gehen uns wahrscheinlich eh gleich die Steine aus. Ja, guckt mal, sieht doch gleich wie wohnlicher hier aus. Viel professioneller. So, jetzt sind die Steine alle. Genau. Ja, guckt mal. Das setze ich dann hier noch sofort. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir hier den Gang bis hinter zum Hafen machen. Ob ich da noch irgendwie so Zaunselemente baue, da bin ich mir noch nicht so sicher. Wir gehen aber erstmal pennen, Leute, und dann müssen wir halt nochmal in den sauren Apfel beißen und eine Krypta besuchen. Da müssen wir uns noch eine Spitzhacke mitnehmen. So, Freunde. Spitzhacke mitnehmen, genau. Jetzt erstmal hier runter. Hau das mal hier rein. Wie weit seid ihr? Rübensaat gesund, können wir noch nicht pflücken. Oh ja, doch, das wird hier mega cool, Leute. Das hat jetzt hier mit dieser HD-Mod auch so grüne Moos-Dinger. Das finde ich richtig geil. Das mag ich. So, Freunde, schnell die Spitzhacke reparieren. Und dann geht's ab. Dann geht's ab. Wir müssen hier durch, glaube ich. Wartet. Ich habe da schon was aufgestellt. Genau, Sumpf groß verbunden. Ja, jetzt sind wir hier oben in dem Gebiet. Und hier die Krypta ist noch nicht ganz leer geräumt. Glaube ich zumindest. Lasst mal kurz schauen. Hier hinten war nichts weiter. Außer gelbe Pilze. Dann müssen wir in die Richtung und hoffen, dass wir Kisten finden mit Ketten drin. So, hier geht es auch nicht weiter. Die Kiste ist schon leer. Was war hier hinten? Gehen wir mal in die Richtung gucken. Hier geht es auch nicht weiter. Oder habe ich die auch schon komplett leer geräumt? Ich weiß es gar nicht. Lass mal hier lang gehen. Ah, hier ist noch was. Hier hinten was. Es sind ein Haufen Sackgassen in dieser Krypta. Was ist denn hier los? Oh, ich freue mich so sehr auf das neue Essen, Leute. So. Waffe nehmen. Was haben wir hier? Ah, guckt mal, hier oben geht's weiter. Ist ja cool. Nee, war doch nichts. War auch eine Sackgasse. 232, schon wieder 14 Eisen. Irgendwo muss doch hier mal noch was sein. Hier ist nichts. Ne, Leute, die Krypta ist fertig. Ich krieg die Macke. Na gut, können wir jetzt nicht ändern. Dann muss ich wahrscheinlich, es ist ja jetzt auch schon eine halbe Stunde rum, muss ich wahrscheinlich demnächst einfach mal, beziehungsweise zwischen den Folgen. Oh komm, du schaffst das doch normal. Oh ne, jetzt ist hier irgendwo runtergehüpft. Au! Hast du eine Macke? Was ist denn mit dir?
Dann muss ich mal Ketten farmen. Oder ich mache jetzt einen kleinen Schnitt und räume noch mal eine Krypta komplett leer. Ich hätte halt schon heute gern noch diesen Blasebalg fertig. Aber das sieht cool aus mit diesem Stein. Warte mal, wir holen gleich mal noch Steine. Da können wir das mal noch ein bisschen fortsetzen. Mal wenigstens um den Baum ringsrum. So, Freunde. Genau. Oh, der war zu weit drinne. Müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht zu nah ans Beet gehen. So, so weit, so gut. Ey, das sieht echt geil aus. Auch hier mit diesen Unebenheiten finde ich jetzt gar nicht so schlimm. So, wo war das hier, ne? Und da brauchen wir die Gartenhake. Egal, lassen wir jetzt erstmal so. Die kleinen Details, die mache ich dann einfach offscreen. Das mit der Kette ist jetzt halt... Ich mach mal einen kurzen Schnitt, Leute. Und geh mal noch zur nächsten Krypta und hol dort mal Zeug raus. Bloß wenn ich euch da jetzt mitnehme, ihr wisst ja, wie so eine Krypta aussieht, ist immer das Gleiche. Ich will jetzt halt unbedingt diese Ketten haben. Wir sehen uns gleich wieder mit Ketten, hoffe ich. Gut, bis gleich. So, Freunde, da sind wir. Die dritte Krypta ist jetzt auch schon fast leer geräumt. Das ist eigentlich nicht so cool, aber wir haben zumindest 5 Ketten gefunden. Und ein bisschen Eisen habe ich auch schon in die Öfen verpackt. Das soll aber eigentlich gar nicht da rein. Das soll ja dann in unsere neue Schmiede. Aber egal. So, dann packen wir mal das Ding hier hin. Genau. Zack. Dann können wir unseren kleinen Amboss hier wieder hinbauen. Obwohl, den großen können wir... Ey, wir können ja auch schon den großen. Stimmt. Den hätte ich gern hier so direkt mittig. Geht dann zwar leicht im Weg für uns, aber das ist gar nicht schlimm. So rein optisch finde ich das eigentlich geil. Und den kleinen wäre cool, wenn der hier irgendwie daneben passt. Wo ist denn der kleine? Hier. Ja, der will da nicht hin, weil das Ding zu nah ist, ne? Genau. So, Freunde. Schmiede auf Stufe 6. Das ist doch hier mal eine schöne Sache. Mit den Amboss hier auch in der Mitte. Finde ich super. Haben wir, wartet mal, haben wir jetzt... Ey, wir haben noch eine Kette übrig. Was kostet das Ding hier nochmal? Dieser komische... Wo ist denn das? Hier. Cool. Ey, Leute, dann hauen wir uns das nämlich genau hier in der Mitte. Das sieht dann irgendwie geil aus. Schaut mal. Da haben wir es hier schön hell drin. Da könnten wir eigentlich fast die Dinger schon wegruppen, ne? Könnten wir die fast schon wegruppen. Ich lasse mal noch da. Jetzt will ich die Schilder austauschen. Ich habe die anderen schon hergestellt. Wartet, da müssen wir uns eine Leiter bauen. Wo ist er? Da ist er. Kann sein, dass wir noch eine hinbauen müssen, ja. Dieses Knochenschild hätte ich gern da gelassen. So, gucken wir mal, was hier geil aussieht, Leute. Ich habe jetzt verschiedene... Ne, wo ist mein Inventar? Wartet mal, wir müssen erstmal die Holzschilde loswerden, sonst komme ich hier völlig durcheinander. Sonst komme ich hier durcheinander. Das sind die... Das hier, Holzschild. Holzschild, 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 Holzschild. Das krieg ich nicht weg. Okay, wartet. Dann halt hier rein. So. Dann schauen wir mal... Mal hier erstmal die. Okay, ja, doch. Das passt gut. Dann. Kommt mal hier ran. Ja. Die sehen ja genauso aus. Ich dachte, die haben jetzt irgendeinen anderen Stil.
Nur, dass die halt aus Metall sind, also aus Eisen. Und gut, da habe ich mir ein bisschen mehr davon erhofft. Dann hätten wir auch die Holzschilde bald dort hängen lassen können. Naja, egal, Freunde. Ja, ist okay. Ist okay. Macht was her. So. Ach, und was ich überlege, das sieht bestimmt authentischer aus. Wartet mal. Können wir denn schon diese Eisen... Ja, können wir. Guckt mal. Ich glaube, das mache ich. Rupp das hier mal weg. Ah. Ja. Ja, doch. Das sieht doch viel, viel geiler aus, Leute. Hat das die Stabilität? Ja. Oder? Das sieht doch authentisch aus. Jetzt sieht es doch aus wie eine richtige Schmiede, Freunde. Das sah es ja die ganze Zeit nicht aus mit diesem Holz und so. Finde ich richtig geil. Könnte man vielleicht hier auch noch so ein Fass hinbauen. Geht das? Wartet mal. Verschiedenes. Wo ist es? Da, was fehlt uns dafür? Edelholz. Doch, machen wir noch schnell. Das holen wir uns ran. Edelholz müsste ich noch irgendwo haben. Und wie gesagt, der Weg von hier bis hier, da bin ich mir absolut noch nicht sicher, wie ich das mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so für Ideen habt. So, nee, hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Hier ist es. Ich muss mir das mal beschriften, Freunde. So, hupe gleich hier raus. Ja, das sieht jetzt schon viel, viel geiler aus hier, Leute. So, das Ding steht da. Naja, perfekt. Guckt mal, das sieht doch jetzt richtig aus wie eine authentische Schmiede. Das ist doch übelst geil, oder? Finde ich. Aber gab es die Dinger nicht mal länger, Leute? Nö, das sind schon die. Könnte man auch hier schon mit Eisengittern und so arbeiten. Es ist schon geil. Gefällt mir gut, Freunde. Ja, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Morgen fangen wir dann tatsächlich mit der Schmiede an. Der Jenser hat mir nochmal was geschickt, dass eventuell hier noch eine Freifläche ist. Ansonsten habe ich mir gedacht, machen wir es auf unserer Startinsel, dass wir hier irgendwie uns was suchen. Mal schauen. Wie gesagt, im Prinzip müssen wir das nicht machen. Wir können ja jetzt das Eisen auch einfach mit hierher schleppen. Aber ich habe Bock, dieses Gebäude zu bauen. Einfach, ja, weil es mir Spaß macht, das Bauen in Valheim. Ich hoffe, ihr schaltet dann morgen wieder ein. Vielen Dank fürs Reingucken. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis denne, Antenne. Ciao, ciao.